Ist das dein verdammter Ernst? Wie, du sagst mir in dem Laden. Du sagst mir in dem Laden. Du bist hier, ich bin hier. Du sagst mir hier, dass hier ein geheimer Laden ist. Von unter welchem Stein bist du denn hervorgekrochen? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist sie, ihr 93 Stunden mit der nächsten Ausgabe von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und wisst ihr, was ich ein bisschen lustig finde? Wann immer man hier in dieses Menü geht, hört man diese Musik im Hintergrund. Diese wirklich dramatische Musik, als würden wir hier gerade auf einen Final Fantasy 7 Bossgegner oder so treffen. Wobei die Aufgabe einfach nur lautet, Folge Fred in den Laden der Weasley-Brüder im 7. Stock. Im letzten Teil haben wir nämlich die Cabaret-Traktrum-Herausforderung mit Ron bestanden und zwar perfekt. Wir haben nämlich alle 10 Schilde, wir haben alle 5 Geheimnisse gefunden und ja, jetzt geht's erstmal ein bisschen weiter. Es hieß eigentlich, der Ron hat das Kommando, er darf sagen, wo es lang geht, aber nein, wir müssen jetzt dem Fred folgen. Mann, wie schnell er unterwegs ist und wenn wir uns mal das Schloss anschauen, wie sich das jetzt verändert hat im Vergleich zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Die Tür nicht öffnen. Und wieso nicht? Ich meine, haben wir so viel verbrochen, dass uns jetzt alle Türen versperrt werden oder wegen Bohnen. Ah ja, genau, von hier bin ich ja gerade eben gekommen. Ich dachte schon, was gibt's denn hier? Von da waren wir ja gekommen. Nach draußen dürfen wir auch nicht. Was ist das für eine Schule, die hier allen, die uns allen hier die Wege versperrt, hä? Deposo. Achso, wir müssen alle drei zaubern. Nur mit gemeinsamer Kraft kriegen wir 1, 2, 3, 4, 4 Bohnen, meine Freunde. Das hat sich aber gelohnt hier. Das ist die Macht der Zauberei. Die Macht der Freundschaft. Ich habe viel zu tun, wisst ihr? Wir sollten schnell zu Fred und George in den Laden. Sachte, hab ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, Hermine. Ich will Geheimnisse finden. Zum Beispiel haben wir hier ein Geheimnis, gerade des Rumtreibers, nichts zu sehen. Wo werden wir uns Geheimnisse angezeigt? 0 von 4? Echt jetzt? Gehst du wohl auf? Und noch mehr Bohnen, ein paar Stück. Und das soll... Das war wahrscheinlich kein Geheimnis, oder? Gut, viele Geheimnisse findest du nur durch das... Einmal ein Tipp hieß es, zauber auf alles, was interessant wirkt. Passiert nichts. Aber ich finde sie doch interessant. Hey, hier drüben. Was willst du von mir? Sammelst du Karten? Ich hab hier gerade eine seltene. Das ist ein schwarzer Deal. Beatrix Bloxham schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten wurden. Na gut, hätte sie es nicht... Wisst ihr ein Buch, was über Giftpilze warnt, ja? Ist eigentlich ganz gut, sie hätte es aber wahrscheinlich nicht unbedingt unter dem Genre Kinderbücher verfassen sollen, unter eher sowas wie Naturbücher. 25 Bohnen, warum nicht? Ich habe genug. Ich habe genug Bohnen. Viel Spaß mit der Karte, Junge. Oh ja, diese Beatrix, die ist schon eine attraktive Frau, mit der werde ich mir eine schöne Zeit verbringen. Was für einen Spaß soll ich mit der Karte haben? Oder meint er ja sammeln? Achso, durch sammeln, hey, gut. Harry. Wer spricht mich hier von der Seite an? Guten Tag. Hey Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Ich will jetzt Carlotta Pinkstone. Wollte das Geheimhaltungsabkommen aufheben und den Muggeln erzählen, dass es Zauberer gibt. Mrs. Pinkstone wurde mehrfach verhaftet, da sie sich nicht davon abhalten lassen wollte, Magie in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Also Magie, 100. Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es, warum nicht? Bis zum nächsten Mal. Wenn ich sie nicht nehme, nimmt sie niemand anders, oder? Ich will natürlich jetzt nicht hier blöd wirken, aber dass mich halt nur die beiden Dunkelhäutigen angesprochen haben, naja. Dass es hier nur Dunkelhäutige gibt, hier im Keller, interessant. Ah ne, du bist ja natürlich, okay. Nicht falsch verstehen, ja, es war mir halt nur aufgefallen. Lass mich gerade die Tür zu. Gut, da habe ich jetzt 2 Karten gekauft. Über die Porträtabkürzung erreichst du ohne Verzögerung jedes Stockwerk. Lass mich raten. Okay, hat uns das gerade aus dem Keller geworfen? Ich will ja gar nicht im Keller sein, da passieren immer die bösen Sachen. Abkürzungen. Aber lasst mich raten, es wären trotzdem so kleine Katzen, so kleine Zwischenszenen, wo es laden muss. Siehst du nicht, dass ich eine Slytherin bin? Und was hat das zu tun?
Als wäre ich Feuer und du Wasser und dass wir dann Qualme... Als würden wir Qualme entstehen lassen. Na? Draco meint, wir Slytherins sollten nicht mit dir reden. Und seit wann denkt der Draco für dich mit? Du bist ein hübsches Mädchen, scheinst auch intelligent zu sein. Von dem, was ich sagen würde. Und lässt du dich von dem Draco herumkommandieren? Du tust mir leid. Ich war gerade in Fred und George Weasleys Laden. Die verkaufen da einige tolle Sachen. Oh, da sollten wir doch mal hingehen. Ich glaube, der Fred, der wartet schon auf uns. Yep. Moment. Ich lasse mich von allem ablenken. Ich bin so wie ein sogenanntes Kind im Spielzeug lernen. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh, ein Zauberbuch. Oh, da gehe ich mal rein. Und schon wieder ist meine Seele ein bisschen kleiner geworden. Hey, Harry. Na? Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Wie es der Zufall will? Ja. Von wem hast du es denn? Crispin Quonk. Wurde nach Azkaban geschickt, weil er trotz mehrfacher Verwarnung springen in seinem Garten... Zwingen in seinem Garten. Die Zwingen ist wahrscheinlich die Mehrzahl von Sphinx. Von einer Sphinx, oder? Kaufen? Ja, jawohl. Ich habe noch 451. Ich habe genug. Ich habe Bohnen wie manche Tiere Läuse haben. Wobei das mit den Bohnen natürlich schöner ist. Oh, und da habe ich schon wieder ein paar mehr. Dankeschön. Ja, nichts Interessantes hier. Okay. Ah, haben wir auch ein Speicherbuch. Gut. Also wenn ihr mal meine Meinung hören wollt, es hat sich halt verändert. Es ist halt jetzt auch wieder anders. Und irgendwie kommt es mir hier ein bisschen leerer vor. Beziehungsweise etwas kühler. Wenn ihr versteht, was ich meine. Im Vergleich zu dem, was man jetzt in der Kammer des Schreckens gesehen hat in dem PC-Spiel, sieht es hier etwas kühler aus. Weniger Leute unterwegs und einfach die Farben, die verwendet werden. Genau wie in der Halle. Man sah da mehr Steine, zum Beispiel so einen großen Teppich. Und Mann, oh Mann, bist du schnell unterwegs. Vorsicht, nicht, dass du ausrutschst und dir was kaputt machst. Professor Dumbledore! Gut zu sehen, dass es dir besser geht, Harry. Danke, Professor. Ihr habt bemerkt, dass Hogwarts gegenwärtig einige der Dementoren von Azkaban im Auftrag des Zaubereiministeriums beherbergt. Ich wette, Sirius Black macht wegen der Dementoren hier einen weiten Bogen um Hogwarts. Kommt, Leute! George wartet im Laden. Folgt mir! Interessant. Bisher habe ich hier keinen einzigen Dementor gesehen. Natürlich, die fliegen irgendwo außen rum. Aber dennoch. Ich habe nirgends einen gesehen. Komm schon. Ja, ich renne dir. Ich bin dir auf der, hey, der Spur. Willst du mir auch eine Karte andrehen, oder was? Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Ein paar, heißt das mehr als ein oder verkaufst du nur die eine? Dymphna Vormarsch wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichtern entführt. Sie wurde zwar befreit, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zaubereiministerium davon zu überzeugen, alle Wichter zu vernichten, schlug fehl. Ja gut, weil sie halt ein schlimmes Erlebnis hat, aber dennoch kann man... Ich mag jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt... Wespen, weil ich mal von einer gestochen wurde, aber deshalb kann ich nicht sagen, alle Wespen müssen ausgelöscht werden. Also es würde mal so eine riesige Krise wegen Wespen geben. Dann... Was für eine Mayonnaise? Naja, Fortuna Mayo. Frösche bei Fred und George schmecken einfach am besten. Bin gerade auf dem Weg nach oben. Muss Energie für ein Quidditch-Spiel tanken. Sie schmecken bei Ihnen am besten? Schoko ist doch Schoko, oder ist es so richtig schöne Alpenmilch? Ja, die mit dem Schild muss man richtig bearbeiten und die spucken genauso viel aus wie alle anderen. Das sind meine Bohnen, gibst du für die wohl her? Fortuna Major. Nein, ich will nicht raus. Ich treffe euch beide später. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch zu Professor McGonagall muss. Was das nun wieder soll? Warum du es jetzt hinterfragst? Ich glaube, ich weiß, was das nochmal war. Sie will sich Harry, was holen. Willkommen in unserem Laden. Wow, schau dir all die Sachen an. Bin einfach an dem Gegenstand dran, der dich interessiert. Wir sagen dir dann, was es ist und wie viel es kostet. Schau dir all die Sachen an? Ach so, hier. Ich dachte doch, ich sehe ein paar Bildkarten, aber ansonsten... Hm. Tut mir leid, Harry. Du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Ach, das sind ein paar Teepreiswörter. Okay, ich brauche 10. Wie viel habe ich denn? 5. Okay. Das ist, glaube ich, wenn ich erst alle Bildkarten habe, oder? Oh, das ist eine ganz besondere Sammelkarte, Harry.
Wir schenken sie dir, wenn du alle anderen Karten deines Satzes zusammenbekommst. Ich glaube, bei einem privaten Spieldurchlauf habe ich das sogar hingekriegt, weil man kann ja die Prüfung wiederholen. Ich glaube, das werde ich vielleicht sogar probieren. Wie viel kosten die? Wir sollten das wirklich nicht so billig verkaufen. Ist eine gute Karte. Ist es nicht eigentlich so, dass es jede Karte öfters gibt? Also soweit ich in den Büchern gelesen habe, ist es der Fall. Gunhilde von Gorsemor. Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Mann. Einäugige, buckelige Hexe. Erfinderin eines Gegenmittels gegen Drachenpocken. Wunderte, warum nicht? Das kaufe ich. Wie gesagt, für was anderes nehme ich ja eigentlich die Bohnen nicht, sondern einfach nur zum Karten kaufen. Wir haben Draco Malfoy um diese Karte erleichtert. Ah, ich verstehe schon, habt ihn in eine dunkle Gasse gezogen und dann einfach psch, 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 gute Arbeit. Bergtroll lebt in bergigen Gebieten, sehr kräftig, aber dumm. Versucht der Troll jeden zu erschlagen, dem nahe kommt. Ach stimmt, wir haben jetzt auch gerade über magische Wesen, toll. Okay, geht in Ordnung. Jawohl, ich habe genug gesammelt. Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Okay, Krogan's Stump, beliebter Zaubereiminister, ernannt im Jahre 1811. Vergiss nicht, Harry, danach wollen wir Hermine bei Pflege magischer Geschöpfe treffen. Oh, da können wir auf dem Hippogreif reiten, Seidenschnabel. Oh, das wird ein Spaß. Was kann ich mir denn noch kaufen? Anscheinend hast du nicht genug Bertibots Bohnen, um das zu kaufen, Harry. Strila, eine orangefarbene Riesenschnecke mit giftigem Haus, die nur mit Schutzhandschuhen angefasst werden sollte. Die hat man, glaube ich, im ersten Teil gesehen. Wir haben Draco Malfoy um diese Karte erleichtert. Nochmal zusammengeschlagen. Na gut, der Junge hat's verdient. Hesper Starkey, Hexe, die erforscht, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirken. Das wissen wir aus dem zweiten Teil. Okay, geht in Ordnung. So. Die kann ich mir jetzt aber definitiv nicht kaufen. Leider hast du nicht genug Kürbispasteten, um das zu kaufen. Mirabella Plunkett verliebte sich während des Urlaubs am Loch Lomond in einen Wassergeist. Als ihre Eltern ihr verboten, diesen zu heiraten, verwandelte sie sich in einen Schellfisch und wurde nie wieder gesehen. Jo. Wenn sie jetzt noch... Wusstest du schon, dass Fred und George Weasley einen geheimen Laden im 7. Stock führen? Ist das dein verdammter Ernst? Wie, du sagst mir in dem Laden. Du sagst mir in dem Laden. Du bist hier, ich bin hier. Du sagst mir hier, dass hier ein geheimer Laden ist. Unter welchem Stein bist du denn hervorgekrochen? Meine Fresse, okay, wir haben alles erledigt, danke. Ja, dieser Kommentar hat mir gerade hier den Rest gegeben. Und Wiesel. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Keine Abkürzung durch die Potitres. Oh, Potitres, du meinst Potres. Ich habe ein Passwort. Genau hier. Los, Ron, das Blatt kriegen wir. Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Ja, uns besonders so sehr zu erschrecken mit seinem Aussehen. Und? Ja. Yep. Immer Doppelpower. Ihr werdet noch von mir hören. Wir haben die Passwörter. Komm, lass es uns versuchen. Das war einfach. Wir sind ja nur bei den Porträts mit den Stockwerknummern drüber, stimmt's? Glaube ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Sternenlicht. Ja, ging ja doch ganz schnell. Zur Pflege magischer Geschöpfe. Woher? Dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Weiß einer von euch, wo wir hin müssen? Ich glaube, der Unterricht findet unten auf der Koppel statt. Seid ihr auf dem Weg zu Pflege magischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist toll, Neville. Lass uns zusammen gehen. Kommt, folgt mir. Wie sie das gerade angehört hat. Seid ihr auf dem Weg zu dem Unterricht? Ich auch. Ja, das ist toll, Neville. Schön für dich. Das ist jetzt good for you. Der Dialog gerade eben, das erstens, ich wollte sagen, woher wusste sie, dass wir hier rauskommen? Und wenn Hagrid den Unterricht leitet, wird es wahrscheinlich in der Nähe seines Hauses stattfinden, oder? Und auch, wie gesagt, das hier mit dem, auch schön für dich, Neville. Ja, lass uns zusammen gehen. Jetzt dürfen wir durch. Hier dürfen wir nicht rein. Nee. Ja, der Eingang zur großen Halle, diese Tabuthema. Aber hier dürfen wir. Das Tor war vorher nicht so groß. Wie ist es überhaupt so groß? Als würden hier Riesen reingehen. Hm. Ach ja. Bluh. Ja, der Hof hat sich hier definitiv verändert im Vergleich zum zweiten Teil.
Unterricht findet unten bei der Koppel statt. Hier lang. Erstens, warum war das jetzt abgehackt? Zweitens, warum klingt der ein bisschen... Ich will ja nicht beleidigen wirken, aber er klingt ein bisschen blöd. Naja, wenn er mich fragt. Ja, ich habe nicht genug Bohnen, vergiss es. Ich glaube, es ist was passiert, wenn ich einmal außen rumfliege, oder? Oder nicht? Komm, Harry, wir sollten Neville zur Hippogreifkoppel folgen. Woher weißt du jetzt genau, dass es die Hippogreifkoppel ist? Oder Kuppel, woher weißt du das jetzt auf einmal, hä? Bist du Hellseher geworden oder was, lieber Vaughn? Du bist ja genial. Ja, Mann, extrem verändert. Wie erklären sie das? Gar nicht. Ich weiß, hier ist was. Das war sie noch sehr genau. Nur wie ich das öffne, keine Ahnung. Oh. Jetzt hat sie was getan. Jetzt sind die Bohnen erschienen. Alle, ja. Hui. Habe ich eine übersehen? Nein? Okay. Achtung. So. Ja, ja, ja. Ich glaube, es passiert was, wenn ich alle Bohnen sammle. Nein? Doch nicht? Es war einfach nur für Bohnen. Für ein paar Bohnen. Jede Bohne zählt, hä? Ah, okay. Hier kann man auch drehen. Aha. Und jetzt geht's. Genau, das habe ich gesagt. Das habe ich doch gewusst. Und... Hui! Ta, ta, ta. Oh, der Trovo. Da fühle ich mich jetzt wieder schlau, weil ich mich daran erinnern konnte. Hallo, du Imp. Wupp. Wieder Sprung bei ihm ist irgendwie lebensgefährlich, ist, oder? Jupp. Und das ist meine Bildkarte, nämlich von einem magischen Geschöpf. Das kann man lesen lassen. Und zwar ist es ein... Kelpie lauert in Flüssen und Gewässern und bietet sich als Reittier für die Überquerung an. Wird dieses Angebot angenommen, versucht der Kelpie, den Reiter unter Wasser zu ziehen und dort zu fressen. Ganz ehrlich, wenn ich auf so ein Pferd treffe, dann nehme ich dort das Angebot nicht an. Ich meine, ja gut, man soll jemanden je nach dem Aussehen beurteilen, aber dennoch, hui! Ja, meinen Knochen geht's gut. Aber dennoch, wenn dieses Wesen dort so aussieht und auch, sag ich mal, vielleicht sich schon die Lippen leckt, da bleibe ich doch weg. Oder? Was meint ihr? 4 Bohnen, echt? Das ist mir ziemlich wenig hierfür. Dafür, dass man einen dreifachen Zauber einsetzen muss. Oh. Okay, was kann man hier nochmal finden? Gut, der Platz hier, das ist nochmal zusätzlich. Das finde ich schön. Okay. So. Yep. Ja, du hast die eine rote Tunke bekommen. Du bist ein bisschen extra, hä? Ach so, stimmt ja. Das waren ja die Tiere von den Wappen. Ah. Ich glaube, damals habe ich das gar nicht so verstanden. Stimmt, da haben wir den Dachs, den Löwen, die Schlange und nochmal den Löwen. Achso, da haben wir sie auch alle nochmal. Ja, Bohne, ich will euch nicht schauen. Ja. Moment, was? Ach so, stimmt, das war dieses Rätsel mit, man muss, glaube ich, die Felder finden. Und dann in der richtigen Reihenfolge drücken. Zum Beispiel wird jetzt, wurde das, ich schaue mich erstmal um. Das war doch was. Lumos. Wo wird was frei? Ich schaue erstmal, wo die ganzen Felder sind. Hier mit den Löwen, okay. Da drüben haben wir den Dachs. Hä? Bei jedem Sprung schon gleich, hä? Echt jetzt? Sogar bei solchen Sprüngen macht er hier Geräte ins Straucheln, okay. Ich lasse mich wirklich von allem ablenken, aber hier gibt es auch so viel zu sehen. Okay, hier haben wir den Falken. Ne, Ravenclaw. Das ist ein Rabe, oder? Da haben wir den Raben.
Dort drüben haben wir den Dachs, haben wir den Löwen. Wo haben wir die Schlange? Wofür? Da haben wir die Schlange, gut. Wofür war der Lumos Wasserspeier? Okay, machen wir erstmal hier das Rätsel. Also, der Rabe. Schnell. Okay, jetzt nochmal auf den Schalter. Schnell. Hui! Schlange! Komm schon, das kriegen wir hin. Okay, wuhu! Das geht ja. Aus dem Weg! Ja, kann er gerne machen. Aber nicht heute. Und der Dachs. Und hingekriegt. Wunderbar! Ta-ta-ta-ta! Und die Phoenix-Karte. Sehr schön. So. Dankeschön. So, schauen wir uns die doch gleich mal an. Phönix. Der sanfte Phönix erreicht ein immenses Alter, da er sich immer wieder neu erschaffen kann. Sein Gesang ist magisch und seinen Tränen wohnt eine mächtige Heilwirkung inne. Haben wir ja im zweiten Teil gesehen. Gut, jetzt will ich nochmal wissen, wohin führt der Lumos Wasserspeier? Hier irgendwo? Vielleicht hier. Nein. Hier vielleicht? Oder im nächsten Raum? Im nächsten Abschnitt? Hier ist nirgends was. Vielleicht im Boden, ne? Dann wird es wahrscheinlich hier im Nebenzimmer sein, oder? Weil hier ist nichts zu finden. Das sieht komisch aus, aber hier kann man nichts machen. Lumos, okay, jetzt schnell. Hey. Ich laufe hier schon. Ist hier was? Wohin führt der Lumos Wasserspeier? Wo ist hier was? Sagt's mir, Leute. Moment, ist da was? Ist da was aufgegangen? Yep. War das aufgegangen? Ich kann's nicht sagen. Ich habe nicht darauf geachtet, ob da was war. Und noch eine Lasteplatte. Jo. Okay. Entweder, vielleicht muss ich nachschauen. Da oben haben wir was. Da oben links sehe ich was. Hui. Alter, was ich hier alles finde. Da war ja auch noch was. Ah ne, das war ja hier. Moment. Hier sehe ich eine Karte. Da oben. Hier. Schaue ich mir erstmal hier die Karte an. Was habe ich aufgesammelt? Doppelschwänziger Wassermolch. Kann in der magischen Menagerie in der Winkelgasse erworben werden. Schwimmt viel und liebt Algen. Wisst ihr, sein Name ist total unpassend. Er heißt Doppelschwänziger, obwohl er nicht mal einen hat. Er hat überhaupt keinen Schwanz. Er hat zwei Köpfe. Ist das jetzt ein... War das jetzt eine falsche Übersetzung? Eigentlich hieß es doppelköpfiger Wassermolch? Vielleicht lässt ja der Wasserspeier ein Elastofeld erscheinen, mit dem man dann zu der Bildkarte hochhalten kann. Ich kann nicht reden, hau ab! Ihr erkundet noch ein wenig vor dem Unterricht, was? Was hat mich verraten? Gibt es dieses Jahr viele tolle Geheimnisse. Dieses Jahr? Das ist also jedes Jahr neu. Siehste! Der Joe hat's erraten. Der Joe hat's herausgefunden. Was haben wir hier jetzt? Violette Riesenkröte. Liebt tote Fliegen und andere Insekten. Hat eine lange grüne Zunge. Aha, also genauso wie eine Kröte, nur halt ist sie ist violett. Das ist der Unterschied. Ich meine, die anderen Froschkröten lieben auch tote Fliegen und Insekten und haben eine lange Zunge. Vielleicht nicht unbedingt grün, aber sie lieben sie. Yep. Mann, hier gibt es so viel zu tun und das ist auch das, was man in den Harry Potter Spielen einfach gewinnt. Es gibt immer wieder was zu tun, habe ich da gerade. Entschuldigung, ich wollte es nicht kaputt machen. Hoffentlich wird. Na gut, ich habe Geld wie Dreck hier auf meinem Sparkonto. So, gespeichert. Wunderbar, meine Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier einen kleinen. Da haben wir die Hütte von Hagrid. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, eine kleine Pause. Wir haben ein bisschen hier. Geheimnisse erkundet hier auf dem neuen Gebiet, wo man sieht, was hat sich hier alles verändert.
das ist, denke ich, das ist auf jeden Fall besser als im vorherigen Teil. Die Welt hier oder eben das Gelände wirkt größer. Im letzten Teil war der Platz vor dem Wald, vor dem verbotenen Wald, nur hier der kleine Abschnitt mit Hagrids Hütte. Und hier hat man das, man hat hier den Weg, man hat hinten noch die Kuppel und einfach viel mehr zu entdecken, wo man auch viele Geheimnisse entdecken kann. Und ja, nächstes Mal zur Pflege magischer Geschöpfe, wo wir den Hippogreif Seidenschnabel kennenlernen. Och, was für ein liebes Tierchen. Und wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann, mit 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.